Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werde ich euch einige Orb-Farms zeigen, die viele einfach nicht nutzen, beziehungsweise eigentlich fast niemand. Ich habe ja schon einige Orb-Farmen hier auf dem Kanal vorgestellt. Manche davon sind auch, wahrscheinlich auch die meisten, relativ unbekannt, beziehungsweise die nicht so oft genutzt werden, aber übel praktisch sind. Also gerne mal euch auf dem Kanal hier umschauen, lohnt sich wirklich. Der Trick, wie man eine Orb-Farm findet, die nicht wirklich genutzt wird, ist eigentlich recht einfach, wird aber gefühlt irgendwie von fast niemandem genutzt. Wenn wir jetzt einfach mal hier uns im Portalraum umschauen, dann ist eigentlich der Trick recht simpel. Wir müssen eigentlich nur drauf schauen, wo wenige Spieler sind. Ich habe mir zum Beispiel als erstes City Build 13 notiert. Da gehen wir einfach mal drauf und dann schauen wir mal in der Farmliste. Just City Build 13 gibt zum Beispiel PHADHS mit 203 Spawnern. Das Ganze ist natürlich jetzt aktiv. Ich schaue mal nur nach passiven Spawnern. Sind noch passive drauf. Wir gehen mal dahin. Slash Near. Hier sind zum Beispiel nämlich Leute. Ah, das ist ja nicht die einzige Farm. PR abgefarmt. Hier ist zum Beispiel niemand. Gibt es 29 Spawner. Hier nochmal. Also hier gibt es auf jeden Fall gut Farm. City Build 14 habe ich mir auch notiert. 16 Spieler ist ganz okay. Hier haben wir 5 Farmen mit Lummerland mit 158 Spawnern. Hier ist zum Beispiel überhaupt niemand. City Build 17 habe ich auch. Hier ist die TG-Farm mit 91 Spawnern. Vorne hier steht sogar noch dran, was man hier alles bekommt. Auf City Build 18 haben wir hier sogar eine weitere LHP-Farm. Wer sie nicht kennt, die sind auf vielen City Builds mit meistens über 100 Spawnern. Sowohl passiv als auch aktiv. Und auf City Build 18 ist hier wirklich recht wenig los. Und hier sind auch wirklich alle Spawner komplett bis oben hin gefüllt. Die Farmer mit den wahrscheinlich meisten Spawnern ist hier auf City Build 19 und zwar bei PH Grafenfarm. Hier haben wir auch wieder aktive und passive Spawner und gleich 140 Stück. Und ich sag mal so, auf City Build 19 ist recht wenig hier los und auch hier ist niemand in der Nähe, heißt ihr habt die komplette Farm für euch. Schreibt mir auch gerne weitere Farms in die Kommentare, die nicht so genutzt werden, aber auch viele Spawner haben. Vielleicht gibt es dann mal ein Part 2. Es kommt aber auch in Zukunft noch ein Video, wo ich Orb-Farmen vorstelle, die zum Beispiel auf griefer.info überhaupt nicht gelistet sind, die aber ultra geil sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ansonsten joint gerne meinen Discord-Server unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.